Hallo, willkommen zum Inhaltsstoff Freitag. Ich freue mich, dass du dabei bist, denn das bedeutet, du interessierst dich für die Gesundheit deines Pferdes. Ich bin Cordi, ich bin auf dem Weg zum Tierheilpraktiker und all das Wissen, was ich erlerne, da habe ich Bock, dich mitzunehmen, weil es gibt nichts Geileres, als selbst zu wissen, was man verkehrt macht, beziehungsweise was man besser machen kann. So. Und weil ich gestern im Austausch stand mit jemandem gerade, dessen Pferd zugefüttert wird aus Heumangel bzw. Fresspausen, wie auch immer. Es geht um Strukturhäcksel. Und ich habe leider auch diesen Fehler damals gemacht, um Fresspausen zu überbrücken und habe mir ein krasses Strukturhäckselfutter geholt. Das bestand einfach nur aus Häckseln in solch einer Länge. Und jetzt möchte ich euch erzählen, was der Nachteil bei so einem Futter ist. Ich erzähle euch jetzt. So, was passiert dabei? Häckselfutter. Wenn Pferde Heu fressen, Heu hat eine Faserlänge von rund 6 bis 10 cm, manchmal auch länger, je nachdem wie der Stand der Blüte war. Im besten Fall hat man einfach schön langstängeliges Heu. Und so ist das auch, was die Pferde in der Natur zu fressen bekommen. Lange Fasern. Sie schnappen sich diese Fasern, sie fressen, indem sie das mit der Zunge umschlagen, umwickeln und dann mit den Zähnen zermahlen. Und das kann man immer auch sehr gut beobachten. Und bei Pferden, die zum Beispiel Zahnprobleme haben, fällt auch gern mal so ein Heuwickel aus dem Maul wieder raus. Oft heißt es dann, oh je, mein Pferd macht Heuwickel, der hat Zahnprobleme. Nein, nein, das ist der richtige Vorgang. Allerdings ist es, wenn es dann rausfällt, ist es oft so, dass Pferde versuchen, das zu kauen, nicht können, weil sie irgendwo einen Schmerz haben oder einen Zahn locker sitzt. Genau, und dadurch fällt es dann auch mal wieder raus, weil es vielleicht zu hart da drin ist oder was da drin ist. Oder das Pferd hat etwas im Geschmack gehabt, wo es weiß, okay, das ist giftig, das sortiere ich wieder aus. Pferde sind eben selektive Fresser und das ist unglaublich einfach, was die im Mundraum schaffen, ohne dass wir es sehen. Und das ist ein wichtiger Kauprozess. Bei diesem Kauprozess nämlich entstehen Bikarbonate. Die sind ganz wichtig, das ist bei uns Menschen auch der Fall. Wenn wir unser Essen kauen, entstehen spezielle Enzyme, die dem Gehirn auch senden. Jetzt, Achtung, Gehirn unten, Achtung, Magen. Da kommt was an, regt die Verdauung an, schmeißt den Ofen an, es kommt Futter an. Diese Bicarbonate beim Pferd zum Beispiel puffern die Magensäure. Bei uns zum Beispiel feuert sie an, damit wir unser Essen, was wir halt essen, das ist ja ganz anders. Das ist ja oft sehr auch fleischbasiert, ganz andere Struktur vom Essen. Braucht natürlich mehr Feuer. Ein Pferd wiederum regt zum einen im sauren Bereich die Verdauung an, damit das Futter verwertet werden kann, schon, also die Vorfermentierung beginnt, und im oberen Bereich der Magen einfach durch das stetige Kauen auch gepuffert wird. Also ein Pferdemagen darf niemals leer laufen, und deswegen kann ich auch gut verstehen, warum man dann sagt, okay, ich muss die Fresspausen irgendwie überbrücken und brauche einen Heuersatz. Es gibt aber nichts ersetzt Heu, das zum einen, außer vielleicht die Weide. Kein Stroh. Stroh besteht zum größten Teil aus Lignin. Und Lignine, die stellen einfach nur die Darmperistaltik ein, die puffern aber nicht die Magensäure. Und natürlich, der Kauprozess ist da, aber es ist niemals das, was ein Pferd braucht, um Energie auch vor allem herzustellen. Heu ist zellulosereich, Stroh, Holzfasern, Ligninreich. Und das wird eben anders verdaut. So, das heißt also, hat man da ein Pferd stehen mit Fresspausen, fängt man natürlich an sich an jeden Strohhalm zu klammern und holt sich so ein klassisches, auch oft genanntes Beschäftigungsfutter. So, was passiert aber dabei? Wenn wir uns jetzt mal hier die Fasern angucken, ist das alles sehr kurz gehäckselt. Weil das sind so um die 2 cm bis so rund um die 6 cm. Und das führt eben dazu, weil es auch oft schon eine sehr harte Struktur hat, weil es sich meistens um Pflanzenfasern wie Espasette handelt,
dann kann es halt auch sehr gut sein, dass schon mal einmal diese Länge, die da ja im Maul anders zerkaut werden muss, wenn man das jetzt mal beobachtet, wenn ein Pferd klassisches Müsli isst, fängt das Pferd an, einen ganz anderen Kauvorgang zu haben. Es schiebt, der Abrieb ist ein ganz anderer, weil dieses Futter ist viel körniger, gröber. Und durch dieses Schieben entstehen auch oft bei Pferden Haken. Und ein Pferd, was zum Beispiel kontinuierlich dauerhaft mit Heu gefüttert wird, also im besten Fall 24/7, hat einen ganz anderen Mahlvorgang im Maul und in dem Fall bilden sich auch gar nicht immer so diese schrecklichen fiesen Haken. So, denn die schlagen das Heu mit der Zunge um. Die kauen es, speicheln es ein, schlagen es mit der Zunge um und reiben und zermahlen es. Und bei den Strukturhäckseln fehlt eben dieser Prozess des Umschlagens. Und dadurch kann das Pferd gar nicht richtig daran kommen und fängt dann eben an diesen anderen Kauprozess zu führen. Dabei wird das Futter auch noch nicht mal richtig gekaut. Es wird sehr grob abgeschluckt. Und das kann zum einen dazu führen, dass erstmal die Magenschleimhäute gereizt werden. Im schlimmsten Fall eben auch, das sieht man auch dann ganz oft bei Pferden, die dieses Futter fressen, dass sie danach eben oder gar nicht ganz auffressen, vielleicht das Phlegm anfangen, sie vielleicht auch mal danach wälzen im schlimmsten Fall, dass es schon so schmerzhaft ist, dass die Pferde damit sich diesen Druck nehmen wollen im Magen. Und dann geht es natürlich weiter. Ein Pferd ist ein Dauerfresser, das heißt, der Futterbrei wird kontinuierlich durchgeschoben. Und je nachdem, diese groben Häcksel werden gar nicht im Magen so zersetzt, wie sie zersetzt werden können. Sie wandern also sehr grob auch in den Darm weiter. Dann wandert, passieren sie erstmal in den Dünndarm, dann geht es irgendwann weiter in den Dickdarm. Und im Dickdarm ist das Problem einfach, dass auch da die Verdauung so ein bisschen zum Erliegen kommt. Das heißt, diese groben Fasern verlangsamen die Verdauungspassage und dadurch bleibt der Futterbrei sehr lange liegen, wird sehr schwerfällig, wird natürlich immer auch wieder mit ausgeschieden. Das kann man auch oft in den Äpfeln sehen, wenn man da sehr grob häckselige Stücke drin hat. Das ist auch oft bei Pferden so, die Zahnprobleme haben oder bei Pferden, die aus engmaschigen Heunetzen fressen, weil auch hier ist das Problem, die Pferde brechen das zu kurz aus dem Heunetz raus und oft ist das dann auch was übersteht oder zurückbleibt, auch sehr häckselig und so nehmen auch wieder die Pferde trotz ausreichender Heufütterung oft dann Häcksel zu sich und das kann einfach im schlimmsten Fall auch zu Kotwasser führen. Und diese Fäulnis, die sich dann eben in diesem Darm bildet, das kann man auch oft im Blut, im Kot, Entschuldigung, in der Kotprobe sehen, dass da der Wert eher alkalisch ist, das heißt der pH-Wert zu hoch ist und dadurch bilden sich Fäulnisbakterien. Wenn man Fäulnisbakterien im Dickdarm hat, dann verschiebt sich das komplette Darmmilieu. Erst zum einen müssen die Gase abgebaut werden. Das wird natürlich dann über die Darmwand geschehen oder eben auch das Pferd ist oft am Pupsen. Und das, was aber eben nicht so mal eben rauskommt, wird von der Niere abgebaut. Und das belastet die Niere. Und das führt eben wieder zu weiteren Problemen. Im schlimmsten Fall eben auch zu Gallen. Das ist dann das Endprodukt, wenn die Niere nicht mehr die Flüssigkeit, die Lymphe oder all das richtig ausscheiden kann. Und so geht es dann eben dahingehend, dass das Pferd irgendwann aufschwemmt. Und das sind dann wirklich nur, wenn man mal eben Strukturhäckselfutter füttert. Ja, und diese Gase, diese Fäulnis, die sich da im Darm eben bildet, hat erst nicht, also das hat zum einen, dass eben dass die Niere belastet wird, die Darmperistaltik verlangsamt sich, Fäulnis entsteht und im schlimmsten Fall kriegt das Pferd auch noch Koliken oder wird Koliker. Und in den meisten Fällen schließen die Pferde, die Menschen, die dahinter stehen, nicht, dass diese ganzen Symptome ausgelöst werden, eben durchs Futter. Das ist doch nur ein Futter. So, aber ich hoffe, dass ihr jetzt ein bisschen sensibler werdet für dieses Thema, denn Strukturhäcksel ist in sehr vielen Futtermitteln enthalten. Das fängt an von klassischen Mash aus der Tüte oder eben ein Müsli oft zu finden. Auch naturbelassene Futtermittel, oft werden sie auch mit drei natürlicher Fütterung, sind sehr viele Häcksel vorhanden. Das kann natürlich, man kann so ein Futtermittel, ich sag mal, wenn ihr es jetzt zu Hause habt und sagt, ja toll, was mache ich jetzt mit der ganzen Sache? Das könnt ihr zum Beispiel, wenn ihr Thermomix habt, das so klein schreddern, dass ihr das tatsächlich als Mash dann irgendwie mit ein bisschen Leinsamgel, Weizenkleie, Wasser anbieten könnt. Aber im besten Fall ist das was für den Misthaufen. Ja, so ist es, wirklich, so ist es. Und was man halt noch gut, was jetzt zum Beispiel bei Heukorps anders ist, die sind sehr, sehr, sehr klein. Das heißt, die haben schon den Prozess des Kauens im Maul hinter sich, so klein sind sie halt. Darauf muss man halt auch achten. Ich hatte tatsächlich gerade einen Luzerne-Sack, der sehr viel grobe Häcksel noch drin hatte und
auch die kann ich jetzt nicht füttern. Ich werde sie eben, das ist meine Methode, dann nicht wegschmeißen. Ich werde sie in ziemlich klein durch die Maschine verarbeiten und dann werde ich sie eben immer so mit im Winter als Mash anbieten. Genau. So, und ich hoffe, euch hat das ein bisschen Aufschluss gegeben, was vielleicht euer Fett sein könnte, warum es vielleicht Magenschmerzen hat oder ständig pupst oder massiv aufgegast ist oder eventuell auch schon Wassereinlagerungen hat. Und ich würde mich freuen, wenn du meinen Kanal hier bei YouTube abonnierst und mir einen Daumen hoch da lässt. Das wäre nämlich meine kleine Bezahlung. Und ich würde mich riesig freuen auf jeden Fall. Ja. Und wenn du auch Leute kennst, die so ein Futter füttern, bitte schick ihnen das Video, sag ihnen, hey, guck dir das mal an, vielleicht ist das der Grund, warum dein Pferd beißt beim Satteln, in die Stange beißt, dich treten will beim Satteln. Das sind alles Gründe, das sind Symptome. Leute, nimmt das ernst. Macht nicht höre ich ständig, dass die Menschen dahinter eben das weg oder dominieren wollen im schlimmsten Fall. Wenn ein Pferd so massiv reagiert, dann ist da auch wirklich was im Magen. Und ihr solltet das Symptom ernst nehmen. Denn Pferde, was sind sie? Sie sind still leider, sie haben keine Schmerzlaute. Und wenn sie eben uns mit so deutlichen Signalen was sagen wollen, sollten wir als ihr Mensch das ernst nehmen. Und das hinterfragen. Und wenn es nicht an Strukturen Hexen liegt, dann liegt es bestimmt an irgendwas anderem. Sei es die Herde oder die Haltungsform oder die Reitweise, der nicht passende Sattel oder ein Trauma. Also natürlich kann da viel wieder hinterstehen, aber ich möchte euch nur dafür sensibilisieren. Nehmt bitte euer Pferd die Symptome ernst. Ganz wichtig. Ja. Genau. Und nun wünsche ich euch ein wunderschönes Wochenende. Bis bald. So, Artlist.io.